Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Längster und begrüße euch auf meinem Kanal und hier zu diesem Projekt zum fünften Part der Five Nights at Freddy's 4 Serie. Ja, wir sind ja etwas in der Bringschuld, denn normalerweise sollte der fünfte Part die fünfte Nacht behandeln, aber ich hab's aber nicht hinbekommen und gebe mir heute umso mehr Mühe natürlich, dass wir auch die Nacht 5 noch schaffen. Aber erstmal müssen wir uns die vierte Nacht angucken und ja, das mache ich jetzt wieder ohne Halloween Edition, weil wer den letzten Part gesehen hat, der weiß, dass die Halloween Edition das Ganze etwas erschwert, dadurch, dass Foxy von Mangle ersetzt wird und Mangle mit einem sehr unangenehmen Geräusch daherkommt, der es noch schwerer macht, die Atemgeräusche von Bonnie und Chica an den Türen gescheit herauszuhören, ne? Und ja, ich bin jetzt hier noch nicht der Überpro, sieht man ja in den letzten Parts, ne? Ich habe hier ganz schön zu kämpfen. Deswegen nehmen wir es jetzt wieder mit Foxy auf, statt mit Mangle, und ich hoffe, das ist dann auch von Erfolg gekrönt, denn wir haben ja dann durchaus das ein oder andere dazugelernt, ne? Wir wissen jetzt, dass wir auf das Atmen achten müssen, dass wir Schrittgeräusche hören, wenn sie wieder weg sind. Wir wissen, dass wir Foxy aka Mangle sehr, sehr, sehr lange aufhalten können. Ich glaube, bis 4 am habe ich es beim letzten Mal geschafft, ne? Und das erleichtert das Spiel ja dann auch ungemein. Aber genug gelabert, ihr wollt das Spiel sehen und genau das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß mit der vierten Nacht. Und vielleicht gibt's ja heute mal wieder ein Rare Screen Live, ne? Wo wir die ja schon hatten. Und da geht's also los. Diese blöde Uhr spielt wieder. So, auf der linken Seite macht sich Foxy bereit. Wir gucken direkt nach. Und Bonnie ist auch schon da, na super. So, das Bett macht sich auch schon bemerkbar. Das scheint ja hier alles richtig... schon zwei. Okay. Geht also nochmal schneller, glaube ich. Niemand. Ich hätte wenigstens mal gucken sollen. Oh, alter Schwede. Da war ich wieder. Ah. Bei Chica muss man einfach mal ein, zwei Sekunden länger warten, oder? Das ist doch unglaublich. Dieses blöde Hütchen, dieser verdammte Bräuler, ey. Ich hab ihn nicht gehört. Weil ich wieder zu hektisch war. Man darf nicht in Hektik verfallen. Es muss alles zügig gehen, aber nicht hektisch, ne? Das ist immer das Wichtige, glaube ich, hier an den FNAF-Spielen. Hallo! Hallo! So. Wir nehmen Foxys Fährte auf. Wir nehmen... Jetzt geht's los, okay. Auf der rechten Seite. Oh, das wollte ich doch überhaupt nicht, Mensch. Okay, dann haben wir aber wenigstens Bonnie schon abgewehrt und Foxy ist noch nicht da. Super, können wir hier schnell gucken. Und dann machen wir jetzt Chica. Nix. Oh, ich... Längst da jetzt. Bleib mal konzentriert jetzt bitte. Macht das alles ordentlich bitte. Wir... Jetzt könnte es natürlich sein, dass Bonnie viel zu viel Zeit hatte. Oh, ich bin heute irgendwie noch... nicht so geübt mit der Maus. Ich habe den Mauszeiger hier viel zu weit unten. Okay. Und da sind die Schritte. Okay.
Chica ist wirklich ein Lahmarsch, ne? Ist Chica vielleicht der älteste von den dreien? Okay. Eigentlich müssten wir zu Chica, ne? Gehen wir jetzt zu Chica und danach aufs Bett. Okay. Das wirkt ja alles recht kontrolliert gerade, oder? Ist Foxy jetzt links oder was? Oh, auf der Seite bin ich mir immer so unsicher. Ah, scheiße, er war tatsächlich links. Ach, du Drecksack, ey. Ich hab's doch gewusst, ey. Ich hab dich gehört. Aber ich hab nicht gedacht, dass du tatsächlich so schnell reinkommst. Und dann auch noch so schnell jumpscarest, ja? Gleich beim ersten Blick aufs Bett. Ach, Mann, du Drecksack, ey. War gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Ich war wieder nur nicht konsequent. Ich hab ihn gehört, ich hätte gucken sollen. Das war's. Sind wirklich sehr leise hier in dieser Nacht. Ist er jetzt immer noch links oder? Ich muss nach Chica gucken, was soll ich tun? Okay. Kann das sein, dass ich die auch aus dieser Position laufen höre? Also Bonnie und Chica? Dass die andere Laufgeräusche haben wie Foxy? So, das ist Foxy links. Foxy rechts. Foxy links. Bonnie halt wieder sehr viel Zeit gelassen, deswegen gehen wir jetzt auch direkt rüber. Okay. Jetzt hat Chica sehr viel Zeit gehabt, darum müssen wir direkt rüber. So, wo war Foxy jetzt? Wir müssen nach Bonnie gucken. Nach Bonnie. Okay, Bonnie ist da. Schrittgeräusche links, er ist weg. Da war Foxy, glaube ich, gerade. Du
bist auch da. Schrittgeräusche und weg. Dann ist jetzt das Bett dran. Geil, Foxy ist immer noch nicht drin. Okay. Das war ganz klar Bonnie. Ah, scheiße! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, wer zuerst? Chica. Okay, Bonnie. Okay, Bett. Ganz schnell. Und Foxy. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Chica. Nix. Bett. Muss ich zu Foxy? Nix. Oh, Foxy, Foxy, Foxy. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, Bett. 5 Uhr. Okay. Und auf, okay. Erst Bett. Bonnie. Schnell gucken. Und vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Okay, Bonnie, 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 Bonnie. Nein, 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 nein. Oh, bitte Foxy, bitte nicht Foxy, 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 ja. Eins, zwei. Oh, geil. Geil. Ha, so langsam komme ich rein, glaube ich. So, das heißt, wir dürfen uns ein neues Minispiel anschauen. Ein Tag bis zur Party. Please let me out. Bitte. Bitte lass mich raus. Waren wir da jetzt in dieser Werkstattkammer vom ersten Teil? Waren wir da gerade eingesperrt? Ja, ne? Hi. Jetzt. 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 Scheiße. Jetzt. Nein! Ach Mann, die ersten Male war es so gut, aber da ist es wahrscheinlich noch einfach, ne? Die fünfte Nacht, meine Freunde. Das wäre geil, wenn ich das jetzt, guck mal, ich habe eine Viertelstunde Zeit. Das heißt, so dürften 3, 4 Tries sein, oder? So. Ich höre neue Geräusche. Rechts.
Ich dachte, das ist unser Freund. Naja, aus der Sicht eines kleinen Kindes ist halt das Plüschtier, das süße kleine Plüschtier, das ist unser Kumpel wahrscheinlich, unser Freund, der uns auch Schutz in der Nacht liefert, weil wir wahrscheinlich mit dem kleinen Plüsch-Freddy auch kuscheln, ne? Aber im Restaurant, die Animatronics, das sind die großen, bösen, dunklen Brüder, vor denen man Angst haben muss. Soll man das irgendwie jetzt so interpretieren? What the fuck? Warum stand denn Freddy da jetzt gerade? Ist das normal? Deswegen die Geräusche? Okay, dann nochmal. Links. Rechts. Links. Lol, rechts. Jetzt habe ich dich rechts. Lol. Aber jetzt habe ich dich. Ah. Kommt hier auch was? Nee. Ich hab nichts. Ich hab... Hat er sich gerade bewegt? Ich hab den angeleuchtet und der hat sich doch eine Position nach vorn bewegt, oder? What the fuck, ey? Was? Wie mach ich das denn? Okay, rechte Seite. Was ist denn das für eine Scheiße? Freddy! Warum bist du böse? Was soll ich denn jetzt machen? Lol. Ich hab doch jetzt überall geguckt, oder? Links, rechts, Bett, Schrank. Oh, was machen wir denn da jetzt? Was ist denn da? Oh Gott, jetzt brauche ich auch noch... Jetzt geht hier meine Taktik so langsam auf, ja? Und jetzt kommen sie hier mit irgendwelchem neuen Scheiß, ja? Dass ich mich hier wieder anpassen muss. Dass ich ja nicht mehr erfolgreich bin. Hab dich. Nee. Okay, so geht's. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich höre keine Schrittgeräusche. Okay. Oh, ach Mann, ey. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt hier? Ich
höre überhaupt nichts. Was soll ich denn da machen? Woher hätte ich denn jetzt... Lol, da stand gerade extra. Habt ihr das gesehen? Da stand gerade extra. Oh. Die soll mir das schon freischalten. Oh Mann. Das ist ja jetzt blöd. Wie funktioniert das denn jetzt? So, da sind die Schritte. Jetzt ist er weg. Und da sind die Schritte. 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 Ich glaube, das wird eine harte Nummer, ey. Scheiße. Aber ich glaube, ist das jetzt der einzigste oder was? Was ist denn mit dem Schrank und was ist denn... Muss ich da noch hingucken oder... Was ist denn das jetzt für ein Hin- und Herspiel, ey? So. Schritte. So, jetzt ist er wieder weg. Was mache ich jetzt? Heißt denn das Lachen? Komm, wir gehen jetzt zum Schrank. Okay. Ich glaube links. Ah. Ah. Ist er drin? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Nee. Der ist wieder links. Ah. Jetzt ist er wieder rechts. Oh Gott! Scheiße, der sitzt schon irgendwie. Aber macht er denn aber auch kein Geräusch, Mann? Ich kann doch da jetzt nicht. Der hätte jetzt links sein können, der hätte jetzt im Wandschrank sein können, der hätte im Bett sein können. Ich brauchte doch einen Indiz irgendwie, wo ich jetzt als nächstes gucken soll. Menno. Okay. Ich wollte gerade sagen, ja, so schwer ist das ja irgendwie nicht, ne? Aber... Wie soll ich das denn bis zum Schluss durchhalten, ey?
Aber der ist halt auch voll schnell, ne? Der Drecksack. Da ist er. So, jetzt habe ich ihn wieder verloren. Jetzt gucken wir im Schrank. Da ist nichts. Jetzt gucken wir auf dem Bett. Da ist nichts. So, jetzt gucken wir links. Da ist nichts. Jetzt gucken wir rechts. Oh, da habe ich aber... Das war Glück gerade. Ich glaube rechts. Das könnte jetzt am Schrank sein. Nein. Nein. Links. Nein. Das müsste rechts sein. Oh, scheiße, Mann. Ich höre halt nichts. Lol. Lol, wollt ihr mich verarschen? Das, ich habe nichts gehört, also habe ich mich jetzt entschlossen. Gut, dann läufst du jetzt mal alles ab, auch wenn das gefährlich ist. Ich bin alles abgelaufen, habe ihn nirgendwo gesehen und dann wäre ich doch gejumpscared oder was. Das ist jetzt nochmal ein bisschen happig hier, ja, Leute. Also das müsst ihr jetzt mal hier, also irgendwie, ne? Da stimmt doch was nicht. Kann sein, dass ich es jetzt schon wieder versaut habe. Lol, ey. Ja, ich habe gedacht, wenn er lacht, dann ist er irgendwie in einen von den anderen beiden Positionen. Ich werde doch gleich schon wieder gejumpscared, ich sehe es doch. Lol, wo ist der denn? Ich glaube, ich übersehe noch irgendein Detail. Kann das sein? Irgendwie ist das jetzt wirklich so lucky-mäßig? Das würde mir nicht so gut gefallen. Aber kann es sein, dass ich den jetzt ein bisschen verarschen muss? Also, dass ich ihm nicht hinterherlaufen muss, sondern dass ich eher präventiv sein muss? Und warum war ich da jetzt so langsam mit Tür zu halten, ey? Das ist ja... Das wird echt nochmal schwerer hier, verdammte Scheiße. Jetzt habe ich echt gedacht, ich habe eine Lösung gefunden, wie ich... alle Nächte durchstehe. So, lachen. Aber wo ist er? Ja, wahrscheinlich, wenn er lacht und danach gleich wieder Schritte da sind, dann ist er nett da drin. Kann das sein? Verlieren. Der ist schon wieder. Ah.
kann denn so ein fetter Bär so schnell sein, ey? Jetzt mal im Ernst. Oh, das war fast zu lang. Ist doch links, ne? Der ist im. Jetzt ist er wieder rechts. Oh nein! Hinten? Nein! 2, 3. Okay, Schritte. Schritte links. Ich glaube, das Schema habe ich jetzt raus. Schritte immer Gang, lachen. Bett oder Schrank. Da ist er. Nein! Nein! Ah, bin ich ein Vollhonk. Bin ich ein Vollhonk. Ich hätte doch nur die Tür zuhalten müssen. Ach Mann, ach komm, einer geht noch. Obwohl, wenn ich es sonst schaffe, dann dauert das wieder alles so lang. Na egal, einer geht noch, komm. So, und jetzt nochmal ganz, ganz, ganz zackig hier. Gehen wir nochmal nach links. Und da ist er schon wieder auf der anderen Seite. Bin echt überrascht, dass das jetzt nochmal ein anderes Spielprinzip bekommen hat. Das ist ja völlig neu gegenüber den Vorgängern. Eigentlich müsste es doch leichter sein, wenn ich jetzt nur einen zu bekämpfen habe, oder? Ja, jetzt gibt er mir wieder keinen Hinweis. Schrank oder Bett? Bett. Ich hab's falsch gedeutet, der hat gelacht und danach gab's wieder Schritte. Da ist er. Sollte ein bisschen Zeit schinden. Aber wenn ich zur Tür gehe. Kann ich, glaube ich.
ein, zwei Sekunden rauszögern mit der Taschenlampe. Eins, zwei, drei. Oh, er hat gelacht. Scheiße, 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 scheiße. Das war links. Also eigentlich hat er ein leichtes Muster, ne? Chaosfaktor ist halt die Lache. Vorne oder hinten dann, ne? Oh nee. Warte mal, Schritte rechts waren nach dem Lachen, Schritte links. Lachen war zuletzt. Wieder lachen. Wandschrank. Eins, zwei. Ich meine, ich hab. Bett, Bett, Bett. Nee, Wandschrank. Nee. Hammers. 4 Uhr. Oh, fast zu lang das Licht angehabt. Hinter uns. Nein! Oh, da war wieder Rare Screen. Ich hab ihn gesehen. 1, 2, 3, 4. Da war wieder das Infusionsgerät. Jetzt verdammt. Nein! Oh, da war aber gnädig gerade. Ich glaube, das schaffen wir. Schritte waren danach. Links. Schritt. Nee, Lachen war zuletzt. Oh! Yes, meine Freunde! Geil! Mein Gott, schon wieder so ein Überlänge-Part. Aber er wird belohnt. Er wird belohnt. Wie geil, Mann. Aber ich sag euch jetzt schon, es wird noch eine Folge geben. Wow, your brother is a kind of baby, oder nicht? Wow, dein Bruder ist ja wie ein Baby, oder nicht? Okay, das heißt, der Typ mit der Foxy-Maske ist also unser großer Bruder. Warum feiern wir denn mit den Freunden und des großen Bruders unseren Geburtstag?
Wir sollten ihm helfen. Er sollte sich das Ganze näher anschauen und dann würde er es. Also, wenn er sich das Ganze mal näher anschauen würde, dann würde er es lieben. Nein, bitte! Okay, der Kleine hat Angst wie Sau. Come on, guys, let's give this little man a lift. He wants to get up close and personal. Oh, 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 jetzt. Okay, das ist wohl der Moment, wo das Trauma entsteht. Nein, wir wollen noch näher. Also die großen Brüder, beziehungsweise der große Bruder ärgert uns jetzt mit seinen Freunden, ne? Weil wir haben Angst vor diesen Animatronics. Deswegen haben sie uns jetzt gepackt und uns näher herangeführt an die Bühne. Die können es jetzt immer noch nicht lassen und wollen uns noch näher heranbringen. Oh. Und jetzt kommt der große Bruder auch noch auf die Idee, dass wir Freddy einen Kuss geben wollten. Auf drei. Eins, zwei... Ja, wollen wir Überlänge haben? Ich muss jetzt Schluss machen, da müssen wir bei der nächsten Folge drauf eingehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye. Euer Längster.